Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS 22, erstmal dagegen gefahren, auf der Wild West 16-fach. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. In der letzten Folge haben wir Fasern gemacht, unter anderem wieder mit Kalken begonnen. Und da wir aktuell noch keinen besseren Verwendungszweck haben für unseren HW-Überladewagen und ich ausprobieren möchte, ob der wirklich auch Kalk aufnimmt, werden wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Genug PS haben wir vor. 428 sollten reichen. Dann schauen wir mal, ob wir da nachfüllen können. So, rein geht das schon mal. Mal checken, wie lange hält denn der noch durch hier? Oh, ein bisschen noch. Ein bisschen noch. So ein paar Liter müssen wir nämlich auch reinmachen. Und wo wir gerade dabei sind. Ja, Kalk kostet übrigens 2000 Liter in diesen Big Bags 350 und in den Paletten 450. Also Big Bags. Wie viele kriegen wir davon drauf? Euro-Paletten, Flüssigkeitstank, Big Bag-Paletten, Big Bags 20. Oh, dann nehmen wir noch welche mit. 16, 20. So, Motor an, aufladen und dann müssen wir auch zum Feld 11 fahren, sonst kommen wir zu spät. Und es passt noch enorm viel mehr auf den Anhänger. Ist ja der absolute Oberhammer. Ah, das hätten wir mal. So, der ist jetzt irgendwo wieder gekommen, wo er was abgeladen hat. Jetzt müssen wir mal schnell sein. Hofsilo Kalk. Der andere. Der ist auch wieder gekommen. Tja, dann haben die beide abgeladen. Ich werde mir einfach nochmal zur Sicherheit... Ja, stimmt. Sind beide Werte. Also wir merken uns mal 100.000 und 130.000. Und hier ist so viel eingeladen worden, wie die Tragfähigkeit des Anhängers zulässt. Knapp 20.000. Bin ich auch ganz froh. Das Ding wiegt jetzt 50 Tonnen. Das zieht er weg, ne? Kein Problem. Das ist so mit diesen großen Landmaschinen... Darf man sich keinen Gedanken machen. Oh, wir können ja hier irgendwie abkürzen. Das ist ja hier schon. Wo ist denn der Kumpel? Ich nannte mich noch The Brain. Er macht natürlich das Gleiche, wenn er hier lang fährt. Oh, nee, ey. Immer wenn ich glaube, ich habe was richtig Gutes gemacht. Der klappt ja auch diese Dinger aus. Mal gucken, ob wir, das überhaupt, ob wir da überhaupt rankommen. So, hier macht man das. Naja, wie mache ich das? Nach rechts. Ein bisschen noch. Ja, das ist doch gut. Dann das noch ein bisschen hoch. Na komm. Oh, der kann aber schön schnell überladen. Der kann aber schön schnell überladen. Okay. Cool. 10.000 haben wir noch, dann können wir hier einfach noch einen Moment stehen bleiben. So, verkauft haben wir auch. Es läuft. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Okay, kontrollieren wir mal ein paar Sachen. Die Hühner. Hier gucken wir nochmal. Wasser wird aufgefüllt, Stroh wird aufgefüllt, Silage ist drin. Das würde hier, ich glaube, der macht das immer zur vollen Stunde. Fährt dieser Roboter raus. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber ja.
So, holen wir gleich noch eine Rutsche. Und ich gucke noch mal ganz schnell, ob wir sonst noch irgendwo Kalk brauchen. Wäre auch Zeit für einen Witz gewesen. Na, nicht schlimm. Machen wir gleich. Hallo. Okay, einmal Kalk. Hier muss nochmal gedüngt werden. Das machen wir einfach danach. Der striegelt noch. Das ist alles in Ordnung. Die da hinten haben wir verkauft. Ah ja, stimmt. Die hinten immer auch noch gedüngt werden müssen. Hier sind wir ja gerade erst dabei. Da müssen wir dann auch erstmal düngen. Aber da können wir dann auch im nächsten Monat springen und hoffen, dass wir nochmal ein paar andere Schnäppchen kriegen. Einmal zum Händler bitte. Und... falsch. Wann verkaufen wir eigentlich die Eier? Im November. 20.000 Liter. Ja. Müssten wir da mal wegfahren. Aber wo fahren wir die hin? Auch in das andere Warehouse da hinten? Ja, ne? Können wir eigentlich machen. Wir brauchen noch so ein kleines... aber ich hab das schon mal nachgeguckt, ne? Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich gucke noch mal. Was labert er schon wieder? Was labert er? Da müssen, das sind 3, 6, 9. Also wir bräuchten irgendwas, wo so 2.000, 3.000 Liter reinpassen. Ich fahre hier derweil mal mit. Im Hintergrund können wir es ja sehen. Irgend so ein... ja, also 5,4 Kubik wäre schon in Ordnung, aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Wobei, der hat 65 PS. Was ist denn das für ein komisches Moped? Ich habe mehr so an so ein... 2.400 Liter, aber 126.000 finde ich schon wieder frech. Das ist eigentlich ganz cool, wenn es um... ist das ein Ladewagen? Ist ein Ladewagen. Könnten wir also damit austauschen und hätten dann noch für ein kleines Feld einen Ladewagen. Gut, hier passen 40.000 rein. Oh, er fährt hier rein, das hat schon mal geklappt. Ja, lädt da vorne aus, auch okay. Und dann füllt sich das hier ganz langsam, wer genau hinguckt, füllt sich das ganz langsam mit Stroh. Wo sind unsere Kühe überhaupt? Achso, draußen, klar. Ist wie im Kindergarten, Sonne scheint, alle Mann raus. So, ist auch in Ordnung. So, er steht hier hinter. Ach, spannend, dann gucken wir uns das nochmal an. Also er bleibt jetzt hier stehen, kippt die Silage ab. Also hier ballern wir aber richtig was rein. Guckt euch mal die Werte da unten an. 230.000 Liter Heu, 180.000 Liter Silage. So, er fährt jetzt weg. Die sind ja mal ganz brav, die Auto-3-Fahrer. Die warten, bis der Anhänger wieder verriegelt ist. Oh, da muss ich gehen. Sorry. Ich langweile mich selber so beim Spielen, dass ich manchmal gehen muss. Nee, ist schon ein bisschen später. Klappt. Also er nimmt den Triggerpunkt, dann wird Heu hier auch... funktionieren perfekt. So, hier haben wir noch 64%. Können wir entspannt bleiben. Der ist hier auch ganz fleißig dabei. So, wo war ich überhaupt? Ach so. So, der ist ja noch teurer. Das ist auch ein Ladewagen. 12.000. Der kann noch was. Miststreuer. 12 Meter breiter, aber 3.400 Liter. Das ist absolut Quatsch. Das wäre was für die Kasselnau. Aber... bis wir da 150.000 für so einen Dingsbums über haben.
Was war das jetzt für ein Geräusch? OBS has crashed. Sekunde mal, das muss ich gerade mal prüfen. Okay, OBS ist ein kleiner Lügner. OBS läuft noch. Den könnte man dann, wir hätten ja da die Kohle, ne? Dann könnte man so ein Ding mal, kein Mensch hat jemals für ein Silo-Schieben so ein Teil gekauft, aber wir hätten dann die Kohle dafür. Wir könnten das einfach mal machen. Oder wir entladen mit so einer Europamaus oder so. Tja, 50.000 ist immer noch eine Menge Geld, ne? Gut, ich hole das Stroh erstmal so und vorher hole ich noch ein bisschen Kalk. Also, Big Bags, Kalk. Das ist das Einzige, wo ich sage, also inzwischen muss ich gestehen, finde ich die Wild West genauso gut wie die Land Down Under. Die Wild West hat zwar die eckigeren Felder, aber es ist eine gute Karte und man kann echt was draus machen. Aber die Land Down Under hat ja diesen riesigen Kompost- und Steinberg. Und da hätten wir dann schön Kalk selber herstellen können. Das, was wir hier an Steinen kriegen, reicht dafür locker nicht hin, vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob man ob es einen Mod gibt, der irgendwie Steine oder Sand fördert, so eine Art Kiesgrube. Dann wäre das eigentlich ganz cool, wenn wir das hätten. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil hier... Ich hoffe, OBS macht das, was es soll. Hinter denen fahre ich hier erstmal nur weg. Die fahren hier alle noch ganz fleißig, erst am Stringeln. Ja, wir wollten ja jetzt... Und dann nutze ich die Chance gleich mal und bringe hier gleich mal diesen Rübenanhänger weg. Lustig, der hat das an dem Dings angehangen. Vor dem Gewicht ist ja. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich musste gerade mal gucken, ob wir wirklich einen 515C haben, weil zwischendurch ändert sich die Mausrichtung, habe ich das Gefühl. Zwischendurch hat der einfach so wenig Leistung. Kommt der überhaupt nicht aus dem Knick. So, beim letzten Mal habe ich ja aufs Korn genau getroffen und dieses Mal habe ich vor, das nicht zu tun. Man muss akzeptieren, wenn man Sachen einmal geschafft hat, die nur einmal passieren. Okay. So, Weizen. Reicht. Und dann müssen wir auch gleich nochmal unsere ganzen Fabriken durchgucken. Da wird auch einiges zu machen sein. Ja, war gut, dass ich den Kram hier vorne hingestellt habe. Ich bin ein Nasenbär. Komm, das geht doch so, oder? Da war der ganz kurze Triggerpunkt. Ja. Hab ja gesagt, ich versuch's gar nicht erst. Hab ich geschafft. Ich fahre hier außen rum, es ist auch besser. Oh, apropos Kalk, wir müssen nochmal Kalk nachfüllen. Jetzt aber zügig. Äh, 23%, perfekt. Ist ein wirklich schöner Überladewagen und zum Schnäppchenpreis. Das macht dann doppelt Spaß. Mit dem werden wir nachher eine Menge coole Sachen machen. Vielleicht brauchen wir da auch nochmal einen zweiten. Die sind echt super cool. Passt richtig, richtig viel rein. Dann mit irgendeinem Kettenschlepper. Für die Bohnenschoden nach. Der düngt auch irgendwie mit 20. Wir fahren nur 43. Kriegen wir ihn kaum hier.
Gut, dass er so schnell überlädt. Hätte ich mal einen Screenshot machen können gerade. Habe ich verpasst. Nicht so schlimm. Trotzdem, für die Folge soll es heute gewesen sein. In der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal um die Fabriken und sehen zu, dass wir ein bisschen Deko an den Kuhstall kriegen und wer weiß, was sonst noch so kommt. Und dann müssten wir eigentlich auch bald mal durch sein mit Juli. Ich weiß gar nicht, worauf wir eigentlich noch warten. Das sind alles Arbeiten, die... Das Striegel, stimmt. Wir warten auf Striegel. Sowas. Also, bis morgen. Tschüss.